Hallo, liebe Sternzeichen Zwillinge. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den Juni ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du bist bereit für deine Nachrichten. Außerdem hoffe ich, dass alle, die in der nächsten Zeit ihren großen Tag feiern, einen richtig tollen Geburtstag haben. Wir schauen uns jetzt aber mal deine Liebesnachrichten an zum Juni. Was können dir die Karten mitgeben zur Liebe im Juni, liebe Sternzeichen Zwillinge? Wer oder was kommt da auf dich zu? Was spielt sich in deiner Liebessituation im Juni ab? Was sind die wichtigsten Nachrichten an dich zur Liebe diesen kommenden Monat? Was solltest du wissen zur Liebe im Juni, liebes Sternzeichen Zwillinge? Wir legen wie immer zuerst die The Muse Tarotkarten und erklären diese dann jeweils nochmal genauer mit den Tattoo Tarotkarten. Zum Schluss gibt es ein paar Tierorakelkarten und ein paar kleine Anhängerchen für dich dazu. Okay, wir haben hier jetzt den Knaben der Emotionen, die 2 der Stimmen, die Gerechtigkeit und die 6 der Stimmen. Und jede dieser Karten sehen wir uns nochmal genauer an mit den Karten aus dem Tattoo Tarot Deck. Lass uns mit dem Knaben der Emotionen starten. Wofür steht der hier bei dir in der Ausgangslage bzw. Anfang Juni? Was sollten wir zu dieser Legung wissen? Was ist da die Ausgangslage bei dir in der Liebe? Also was hat sich in der Vergangenheit abgespielt? Was spielt sich momentan da bei dir ab? Und was kommt Anfang Juni auf dich zu? Zur Erklärung des Knaben der Emotionen haben wir die 2 der Münzen, die Mäßigkeit und die 10 der Stäbe. Mit dem Knaben der Emotionen haben wir hier Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische. Könnte hier für manche in der kommenden Zeit eine Rolle spielen oder könnte für manche bisher sogar schon eine Rolle gespielt haben. Außerdem sind wir mit der Mäßigkeit, Sternzeichen Schütze, durchkommen. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass du jemanden interessant findest, dass du jemanden gut findest. Und das Schöne ist, ich sehe auch, dass dieses Interesse auf Gegenseitigkeit beruht hier mit der 2 der Münzen und der Mäßigkeit. Ich glaube, dass das tatsächlich recht ausgewogen ist zwischen dir und dieser Person, dass da irgendwo auf beiden Seiten Interesse da ist. Ich sehe aber auch, dass ihr irgendwo euch noch so ein bisschen zurückhaltet mit der 10 der Stäbe und der Mäßigkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier niemand einen falschen Schritt machen möchte, dass niemand es übertreiben möchte, dass niemand irgendwo was Falsches sagen möchte oder so. Ich weiß nicht genau, was hier, sage ich mal, euch da noch so ein bisschen zurückhält. Aber ich sehe, dass hier nicht nur eine, sondern ihr beiden wahrscheinlich ein offenes Herz habt und starkes Interesse aneinander habt. Und wie gesagt, das scheint recht ausgewogen zu sein. Ich glaube, dass ihr sehr gut miteinander harmoniert. Aber irgendwas scheint da noch da zu sein. Irgendwie so eine Angst, was falsch zu machen. Beziehungsweise sich oder die andere Person irgendwie zu überfordern, indem man Dinge zu schnell angeht oder so. Es kann auch sein, dass jemand hier, einer von euch beiden, generell momentan so ein bisschen gestresst ist oder viel zu tun hat und deshalb ja nicht all in geht, was die Liebe angeht momentan. Das könnte jemand sein, den du bereits kennst. In den meisten Fällen wird das sogar der Fall sein, dass du diese Person schon kennst. Für manche kann es auch sein, dass du hier wirklich Interesse erst Anfang Juni für jemanden entwickelst und dieses Interesse ist auch bei der anderen Person da. Und wie stark das ausgeprägt ist, das musst du für dich wissen. Es wird bei jedem anders sein. Bei manchen kann es wirklich nur eine gewisse Anziehung sein, ein Interesse sein, dass man sich halt gegenseitig attraktiv findet. Bei manchen können hier schon wirklich handfeste Gefühle auch da sein, was diese andere Person angeht. Ich glaube, in den meisten Fällen wird es aber, wie gesagt, so sein, dass ihr trotzdem euch noch so ein bisschen zurückhaltet. Was aber vielleicht auch gar nicht falsch ist. Okay. Das kann auch manchmal genau die richtige Entscheidung sein. Ich würde sagen, wir schauen uns die 2 der Stimmen an. Wofür steht die hier
bezüglich der Liebe bei dir Anfang, Mitte Juni, liebe Sternzeichen Zwillinge? Wie geht es dann für dich in der Liebe weiter? Was kommt auf dich in der Liebe Anfang, Mitte Juni zu? Da haben wir die 4 der Stäbe und den Wagen als Erklärung zu 2 der Stimmen. Ich sehe, dass du hier mit jemandem was klären kannst oder mit jemandem Frieden finden kannst. Für manche kann es sein, dass es jemand aus deiner Vergangenheit ist, der irgendwo auf dich zukommt und mit dir irgendwas klären möchte. Für viele sehe ich aber auch, dass es dieselbe Person sein könnte, mit der du es hier schon Anfang Juni zu tun hast oder die bisher vielleicht sogar schon auch eine Rolle gespielt hat in deiner Liebessituation. Ich sehe, dass ihr irgendwie auf einen Nenner kommt, dass ihr irgendwas klären könnt, was euch vielleicht vorher im Weg gestanden hat. Was bedeutet, vielleicht hat hier einfach jemand ein bisschen weniger Stress und um die Ohren im Laufe des Junis und kann deshalb dann mehr auf die jeweils andere Person zugehen. Vielleicht bist du gestresst und hast deshalb momentan nicht den Kopf für diese Verbindung. Vielleicht ist deine Person gestresst und hat deshalb momentan nicht den Kopf für diese Verbindung. Aber es kann sein im Laufe des Junis, dass dieser Stress abnimmt und dann jemand auch merkt, okay, jetzt kann ich endlich wieder mich mehr mit meiner Person beschäftigen und mehr auf ihn oder sie zugehen. Und es muss sich hier nicht um diesen Stress handeln. Es kann auch einfach sein, dass hier jemand einfach sehr vorsichtig ist und irgendwie nichts falsch machen möchte, einfach von der Persönlichkeit her, dass jemand so ein bisschen vielleicht auch unsicher ist, vielleicht auch aufgrund von vergangenen Erfahrungen. Aber ich sehe, dass jemand das hier überwinden kann und dass ihr vielleicht irgendwo ein wichtiges Gespräch führt oder wichtige Nachrichten miteinander austauscht, die euch irgendwo weiterbringen und die euch das Gefühl geben, okay, das nimmt hier an Fahrt auf, an Geschwindigkeit auf. Ich bin mir jetzt sicherer, wie ich mich verhalten möchte. Ich bin mir vielleicht sicherer, was die andere Person angeht und wie stark das Interesse da von der anderen Seite da ist. Ich sehe, dass ihr viel euch miteinander austauscht und eine Person hier, die im Juni eine wichtige Rolle für dich in der Liebe spielen könnte. Ich sehe definitiv, dass dir jemand eine Nachricht überbringt, okay? Die dir ein gutes Gefühl geben könnte, so ein Gefühl geben könnte von innerem Frieden. Okay, jetzt kann ich beruhigt sein, jetzt weiß ich, was sich bei der anderen Person abspielt. Jetzt weiß ich, wie stark ich meine Hoffnung hier in diese Situation reinlegen kann. Mit dem Wagen haben wir hier Sternzeichen Krebs, was für einige hier eine Rolle spielen könnte, aber nicht muss. Passt natürlich zu der Wasserenergie vom Knaben der Emotionen hier, weil das Sternzeichen Krebs ein Wassersternzeichen ist. Ja, also wie gesagt, für manche kann es sein, dass du auf eine Person fokussiert bist Anfang Juni, ihr beide aber noch ein bisschen zurückhaltend seid aus irgendwelchen Gründen und im Juni, Laufe des Junis, findet ihr irgendwo so einen Punkt, der euch miteinander verbindet. Jemand überbringt hier eine Nachricht, die eure Verbindung einfach in die richtige Richtung lenkt. Nicht, dass sie vorher nicht in die richtige Richtung gelaufen wäre, bloß irgendwie, ich habe das Gefühl, hier platzt der Knoten für manche so ein bisschen im Juni, okay? Für manche kann es auch sein, dass du dich auf eine Person fokussierst und jemand anderes auf dich zukommt und irgendwas mit dir klären möchte, irgendwie dir seine Zuneigung zeigen möchte. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn das hier zutrifft, für manche könnte das der Fall sein, dann wird dir das ein gutes Gefühl vermitteln, weil du einfach merkst, okay, es ist dieser Person nicht komplett egal, was mit mir ist oder was sich in der Vergangenheit ereignet hat. Was nicht bedeutet, dass hier direkt irgendwie mehr draus entsteht. Natürlich kann es für manche sein, dass du darauf gewartet hast, dass es hier eine gewisse Aussprache gibt oder dass sie irgendwas hier klärt.
Also interessant, weil diese Energien passen sehr gut zusammen. Deshalb ist es für mich schwer zu wissen, ob es sich hier um zwei Menschen oder um eine Person handelt, ja. Für manche kann es sein, dass es eine Person ist aus, sage ich mal, deiner Vergangenheit, wo sich in der letzten Zeit nicht besonders viel weiterentwickelt hat, obwohl ihr beide irgendwo einander sehr wichtig seid und irgendwo Gefühle beziehungsweise mindestens mal Interesse aneinander habt. Und im Juni könnte hier jemand wirklich endlich diesen Schritt auf die jeweils andere Person zumachen und der Knoten könnte platzen und ihr merkt einfach, okay, warum haben wir uns vorher so einen Kopf gemacht? Warum haben wir uns vorher das selber so ein bisschen verbaut, indem wir zu zurückhaltend waren? Okay. Aber für manche, wie gesagt, können es auch zwei unterschiedliche Personen sein, dass du dich auf jemanden konzentrierst, wo du merkst, das passt von der Anziehung her, aber irgendwas hält uns noch so ein bisschen zurück und dann gibt es noch jemanden aus deiner Vergangenheit, der vielleicht auf dich zukommt und was klären möchte. Lass uns hier die Gerechtigkeit ansehen. Und ich spreche deshalb verschiedene Versionen an, weil natürlich auch viele unterschiedliche Menschen hier sich diese Legung ansehen. Deshalb nimm einfach nur das für dich mit, was sich gut und richtig anfühlt, wo deine Intuition sagt, ja, das passt einfach irgendwie. Und lass den Rest einfach für andere übrig. Zur Gerechtigkeit haben wir die Sternkarte. Mit der Gerechtigkeit haben wir Energie vom Sternzeichen Waage, mit der Sternkarte Sternzeichen Wassermann und mit dem Teufel Sternzeichen Steinbock. Jede Menge große Arkana-Karten, die hier in der dritten Spalte rauskommen. Und die Herrscherin, noch eine große Arkana-Karte. Die dritte Juniwoche könnte für einige hier irgendwo wichtig sein. Da könnte sich eine Menge abspielen, was vielleicht nicht unbedingt in deinen Händen liegt, aber irgendwo wichtig ist für deinen Weg in der Liebe. Ich brauche aber noch eine Erklärung dazu. Lass mich die Tarot del Fuego-Karten zur Erklärung dazu legen. Wofür steht hier die Gerechtigkeit? Mit der Sternkarte, dem Teufel und der Herrscherin. So wie hier der 10 der Schwerter. Was können dir diese Karten zur Liebe ungefähr in der dritten Juniwoche verraten, liebe Sternzeichen-Zwillinge? Was spielt sich da ab? Ja, ich sehe für einige wirklich jemanden aus seiner Vergangenheit, der hier auftauchen könnte. Wir haben hier zwar nicht die typischen Karten, die für mich für Energie aus der Vergangenheit stehen, wie die 6 der Kelche oder das Gericht. Aber was wir haben, ist so ein bisschen Frieden schließen mit der Vergangenheit, nachdem es ein Ende gab hier mit der 10 der Schwerter. Die Mäßigkeit kommt hier nochmal raus. Also die haben wir hier jetzt doppelt. Sternzeichen Schütze könnte für manche wirklich eine Rolle spielen. Hier geht es aber um eine gewisse Ausgeglichenheit, die du dir beibehalten möchtest. Diesen inneren Frieden, den du dir beibehalten möchtest. Und jetzt wägst du ab, ob du diesen inneren Frieden vielleicht verlieren könntest, indem du dich auf die falsche Person einlässt. Weil es scheint hier jemanden zu geben, dem du nicht ganz vertraust, ungefähr in der dritten Juniwoche. Manche könnten hier an jemandem aus der Vergangenheit zweifeln. Okay. Wenn jemand aus der Vergangenheit auf dich zukommt oder jemand, zu dem du vielleicht in letzter Zeit nicht so einen stark ausgeprägten Kontakt hattest, dann sehe ich zwar, dass ihr beiden weiterkommt, aber dass du dieser Person nicht zu 100% vertraust. Und deshalb hier versuchst abzuwägen, wenn ich mich diesmal auf diese Person einlasse, behalte ich dann trotzdem diesen inneren Frieden, den ich mir in der letzten Zeit aufgebaut habe. Gibt es hier eine Chance auf dauerhafte Harmonie in dieser Verbindung? Weil ich glaube,
dass deine Liebesangelegenheiten vielleicht in der Vergangenheit sehr stressig, sehr chaotisch, einfach super intensiv und vielleicht auch teilweise dramatisch waren, anstrengend waren. Okay, und das bedeutet nicht unbedingt, dass hier jemand, keine Ahnung, wie manipulativ und böse war oder so, okay? Viele, die den Teufel sehen, denken irgendwie direkt an sowas. Aber letzten Endes, wir alle haben Fehler und Macken und dafür steht der Teufel letzten Endes. Es muss nicht sein, dass sie eine konkrete Person an diesem Chaos in der Vergangenheit schuld war, aber ich glaube einfach, dass es für viele in der letzten Zeit eine Phase gab, wo sie wirklich daran gearbeitet haben, diese emotionalen Wunden aufzuarbeiten und zu heilen und diesen inneren Frieden zu finden, diese Selbstliebe zu finden. Und ich glaube, dass sich das einfach schön anfühlt für dich. Und dass du deshalb einfach dir bewusst bist, wenn ich nochmal eine Verbindung eingehe in der Zukunft, dann möchte ich nicht, dass es wieder mich so aus dem Gleichgewicht bringt. Dann möchte ich nicht, dass das dauerhaft so emotional aufreibend ist. Ich möchte mir diesen Fortschritt auf persönlicher, emotionaler, spiritueller Ebene, ich möchte mir den beibehalten. Deshalb, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann sollte es jemand sein, mit dem ich heilen kann, mit dem ich mich weiterentwickeln kann. Jemand, der stressfrei ist. Und natürlich, früher oder später taucht in den meisten Verbindungen mal auch ein bisschen Streit oder die eine oder andere Diskussion auf. Das ist auch normal, aber es sollte kein Dauerzustand sein. Und ich glaube, das wägst du hier ab, ob du dich auf jemanden einlassen kannst und ob das Ganze größtenteils stressfrei für dich wäre, ob das gesund wäre, ob das dir gut tun würde, diese Verbindung. Und ich glaube, was das angeht, bist du dir bei jemandem hier nicht ganz sicher. Okay. Lass uns die 6 der Stimmen ansehen. Wofür steht die 6 der Stimmen hier bei dir in der Liebe gegen Ende Juni? Was spielt sich Ende Juni bei dir in der Liebe ab, liebe Sternzeichen Zwillinge? Was solltest du zur Liebe Ende des Monats wissen? Meine Güte. Die Karten fliegen dauernd auf den Boden. Okay, ich hätte gerne zu 6 der Stimmen noch ein paar Karten zur Erklärung. Und da haben wir die Liebenden. Wie schön ist das denn? Zum einen, weil es eine Karte ist, die für Partnerschaft, für Liebe, für Gefühle steht. Und zum anderen, weil es eine Karte ist, die für dich, für Sternzeichen Zwillinge steht. Also deine eigene Energie kommt sehr stark raus Ende Juni. Ich sehe also, dass du irgendwo dich auf deine eigene innere Stabilität besinnst und aus dieser Stabilität heraus eine Entscheidung triffst. Denn mit den Liebenden geht es auch um Herzensentscheidungen. Lass uns noch eine Karte dazu legen. 2 Karten, die relativ klar rausgekommen sind. Der Knabe der Münzen und die Gerechtigkeit. Ja, wir haben hier in den letzten beiden Spalten die Gerechtigkeit doppelt und außerdem die Liebenden. Ich sehe hier ganz klar, dass ein Urteil gefällt wird, eine Entscheidung getroffen wird. Und ich denke, die geht von dir aus, weil wir hier eben Sternzeichen Zwillinge haben. Und diese Entscheidung bedeutet nicht direkt, okay, das ist jetzt mein Partner fürs Leben oder mit dieser Person will ich niemals mehr Kontakt haben. Es muss nicht direkt so was Drastisches sein. Ich denke, für viele wird diese Entscheidung Ende Juni einfach nur sein, okay, bei dieser Person möchte ich einfach mir die Zeit nehmen, zu gucken, was hinter ihm oder ihr steckt. Dieser Person möchte ich näher kommen, bei dieser Person bin ich neugierig und möchte mehr über ihn oder sie erfahren und darauf lasse ich mich ein. Okay, ich glaube, dass einige hier bereit sind, in der Liebe einen komplett anderen Weg einzuschlagen als in der Vergangenheit. Das zu tun, was für sie das Richtige ist, um eben sich diesen inneren Frieden beizubehalten. Und du kannst dir vielleicht bei jemandem noch nicht zu 100% sicher sein, dass du diesen inneren Frieden beibehalten kannst, weil es vielleicht jemand ist, wo ihr euch gegenseitig triggern könntet. Da bist du dir scheinbar noch nicht ganz sicher,
Aber ich glaube, dass du nicht ganz bereit bist, hier etwas aufzugeben, bevor du dir eben sicher bist. Okay? Du möchtest zumindest herausfinden und dir sicher sein, ob diese Person oder diese Verbindung dir jetzt gut tut oder nicht. Ja, du. Ich glaube, dass du schon ein sehr optimistischer Mensch bist, zuversichtlich bist, hoffnungsvoll bist. Und deshalb denke ich auch, dass du schon daran glaubst, dass ihr einander langfristig gut tun könntet und dass das funktionieren könnte hier mit jemandem. Ich sehe hier schon eine starke Anziehung zu einer Person, okay? Und ich sehe schon, dass dir hier jemand sehr wichtig ist oder wichtig wird im Laufe des Junis auch. Für manche kann es jemand aus der Vergangenheit sein, wo einfach in letzter Zeit nicht besonders viel Kontakt da war. Für manche kann es jemand sein, den du in der letzten Zeit kennengelernt hast oder Anfang Juni vielleicht sogar erst kennenlernst, wo anfangs einfach noch eine gewisse Zurückhaltung da ist, obwohl ihr beide merkt, da ist was. Okay. Wer es letzten Endes auch ist, von diesen beiden Optionen, diesen beiden Möglichkeiten, die ich dir hiermit an die Hand gebe. Ich glaube, dass du Mitte, Ende Juni jemanden richtig gut findest, dass du aber, wie gesagt, deinen eigenen inneren Frieden priorisierst. Ich kann mir vorstellen, dass du in der Vergangenheit einfach schwierige Erfahrungen gesammelt hast in Beziehungen, wo du einfach sagst, sowas will ich nicht mehr. Egal wie stark die Anziehung ist, aber wenn ich weiß, dass diese Person schlechte Eigenschaften mitbringt, die diese Beziehung belasten würden, oder wenn ich weiß, dass wir beiden einfach nicht miteinander harmonieren und uns immer gegenseitig triggern und irgendwie überhaupt nicht miteinander klarkommen, dann ist es egal, wie gut die Anziehung ist, dann ist das nichts für mich. Ich glaube, einige haben diese Einstellung hier im Juni und das finde ich gut, dass du dich selbst priorisierst. Aber die Sache ist eben die, ich glaube, du kannst dir nicht sicher sein, dass diese Person dich triggern würde oder dass diese Verbindung hier irgendwo negativ sein würde. Und deshalb gibst du dir scheinbar hier noch mehr Zeit herauszufinden, wie eine Partnerschaft eventuell mit dieser Person aussehen würde. Ob ihr einander gut tun könntet oder nicht. Ja, ich glaube, du versuchst das Ganze schon Mitte, Ende Juni abzuwägen, aber ich denke, dass viele hier zu dem Schluss kommen, ich muss dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich treffe hier jetzt bewusst die Entscheidung zu sagen, ich schaue, was hinter dieser Person steckt. Ich schaue, was sich da entwickeln könnte. Und wenn mir das Ganze nicht taugt, dann kann ich im Juli oder wann auch immer immer noch sagen, nee, das ist nichts für mich und die Reißleine ziehen. Aber ich denke, dass viele hier daran glauben, dass da doch eine tolle Partnerschaft entstehen könnte und deshalb auch bereit sind, diese Person näher kennenzulernen, sich zu treffen, sich mehr auszutauschen. Ich sehe hier, dass einige sich Ende Juni eben hier auf dieses Abenteuer mit einer Person einlassen. Okay. Auch die, die vielleicht es hier im Juni sogar mit zwei Personen zu tun haben. Ich glaube, dass es eine Person gibt, die du wirklich gut findest und dass du dir bei dieser Person einfach Gedanken machst, tut diese Person mir gut? Ist es jemand, der auch als Partner geeignet ist? Kann ich meinen inneren Frieden beibehalten, wenn ich mich auf diese Person einlasse? Und ich denke, dass du somit die Entscheidung triffst, dich zu öffnen für das Potenzial dieser Verbindung, dass du dich auf Treffen einlässt und was auch immer da so auf euch zukommen könnte. Das ist jetzt noch keine Entscheidung, eine Beziehung einzugehen, aber es ist die Entscheidung, jemanden näher zu kommen. Und ich glaube absolut, dass deine Person es genauso will. Okay. Ich nehme hier überall eine gewisse Gegenseitigkeit wahr. Okay, dieses offene Herz hier, dazu haben wir die zwei der Münzen, wo die
Waage dabei ist, die für Ausgeglichenheit steht, also gegenseitiges Interesse. Genauso die doppelte Mäßigkeit, die wir haben, die auch für Ausgeglichenheit steht, für Harmonie steht. Wir haben hier mit der 6 der Münzen beide Hände von beiden Seiten halten an diesem Kontakt, an diesem Brief, dieser Nachricht fest. Auch hier zwei Pferde ziehen vor dem Wagen. Mit der Gerechtigkeit hier, die auch doppelt aufgetaucht ist, haben wir auch von beiden Seiten einfach ja, dieselbe Energie, weil sonst könnte die Waage nicht gerade sein, okay? Also ich sehe absolut deine Person, für die du dich mehr oder weniger entscheidest oder auf die du dich mehr einlassen möchtest in der Zukunft, hat genauso starkes Interesse an dir. Wie gesagt, für manche könnte es jemand aus der Vergangenheit sein, der hier vielleicht auf dich zukommt. Für manche könnte es jemand sein, den du in der letzten Zeit oder Anfang Juni kennengelernt hast bzw. kennenlernst. So oder so, das Interesse ist von beiden Seiten da, so wie ich das sehe. Du musst bloß für dich abwägen, okay, kann ich meinen inneren Frieden hier beibehalten? Ist das jemand, der mir auch gut tut? Würde diese Verbindung mir gut tun? Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass du dich zuerst einmal dafür entscheidest, zu gucken, ist das möglich? Und wenn du noch nicht alle Antworten hast, dann hol sie dir. Und ich denke, dass einige das hier tun werden. Ich glaube, dass du dich super selbstsicher fühlst und dass du selbstbewusst genug bist, zu sagen, okay, ich gehe, sage ich mal, dieses Risiko in Anführungsstrichen ein, mich dieser Person zu öffnen, auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was dahinter steckt und wie erfolgreich das werden kann. Aber ich glaube, dass du dir selbst genug vertraust, zu wissen, wann der richtige Moment gekommen ist, sich von jemandem zu distanzieren oder sich richtig jemandem anzunähern. Okay. Deshalb, ich sehe hier, zumindest für den Monat Juni, behältst du definitiv deinen inneren Frieden bei, triffst du ausgewogene Entscheidungen, mit denen du super klarkommst, gibt es hier mindestens eine Person, die in dir interessiert ist. Und letzten Endes sehe ich einfach nur, dass du hier den Weg wählst, der sich für dich am besten anfühlt. Und ich glaube, dass du auch jede Menge Vertrauen hast, dass du, indem du diese wunderbaren Entscheidungen triffst hier, dir die Zukunft manifestieren kannst, die du dir wünschst in der Liebe. Ich sehe absolut hier Potenzial für eine Beziehung, für eine Partnerschaft zwischen dir und jemandem. Klar, man muss sich vielleicht noch näher kommen, man muss vielleicht noch mehr übereinander herausfinden, aber emotional die Grundlage scheint da zu sein. Und ich glaube auch, dass sich hier jemand wirklich Mühe gibt, dir näher zu kommen. Alles andere wirst du mit der Zeit herausfinden. Lass uns noch ein paar Orakelkarten für dich dazulegen. Liebe Sternzeichen Zwillinge, was solltest du noch wissen zur Liebe im Juni? Was können dir die Karten hier noch mitgeben? Was können dir die Karten noch verraten zur Liebe im Juni? Da haben wir den Fuchs. Think on your feet. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Gerade wenn du negative Erfahrungen gesammelt hast und auch wenn du hier vielleicht Schwierigkeiten hast, jemandem wirklich zu vertrauen, bleib aber auf dem Boden der Tatsachen und mal dir eine Situation nicht schlimmer aus, als sie ist. Das nehme ich hier für einige wahr. Natürlich macht es auch keinen Sinn, jetzt hier schon Heiratspläne zu schmieden, wenn man erstmal herausfinden muss, würde überhaupt eine Beziehung funktionieren. Aber ich glaube, für die meisten wird es eher so sein, dass du dir vielleicht zu viele unrealistische Gedanken in eine negative Richtung machst. Okay, wenn du dazu neigst, dir auszumalen, dass diese Person vielleicht doch kein Interesse hat oder irgendwelche Fehler macht oder Vorurteile hast aufgrund deiner vergangenen Beziehungen oder so, dann komm wieder auf den Boden, sag dir das ruhig selber. Ich mache eine Situation nicht schlimmer, als sie eigentlich ist. Das bedeutet nicht, dass du jemandem eine Chance geben musst. Du hast einen freien Willen und kannst deinen Weg so gestalten, wie du es möchtest. Ich glaube aber, dass du erkennst, dass gewisse Ängste oder Zweifel hier einfach nur in deinem Kopf existieren und dass es deshalb keinen Grund gibt, sich dieser Person nicht zu öffnen. Wir haben hier mit dem
weißen Raben noch. Trust in the magic. Vertrau auf die Magie. Vertrau auf die Magie zwischen dir und dieser Person. Vertrau auf das Universum oder Gott oder woran auch immer du glaubst. Vertrau auf diese höhere Macht, die alles zu dir bringt, was zu dir gehört. Und vertraue auf die süßen Resultate, die hier auf dich zukommen mit der Biene. Ich sehe definitiv, dass es für einige möglich sein wird, sich in den kommenden Monaten hier eine erfüllende Beziehung aufzubauen. Dass einige vielleicht im Juli herausfinden, ja, es war die richtige Entscheidung, sich dieser Person zu öffnen, weil ich merke, dass er oder sie mir gut tut. Und dann kann hier definitiv mehr draus entstehen, weil ich sehe, emotional, ihr beide habt starkes Interesse aneinander. Auch wenn man das vielleicht in der letzten Zeit nicht unbedingt gesehen hat. Ja, ich sehe eine gewisse Zurückhaltung momentan in der Energie. Aber diese Zurückhaltung, glaube ich, wird im Laufe des Junis abfallen. Da kommt jemand ganz klar auf dich zu. Aber da musst du eben auch ganz klar eine Entscheidung treffen. Ich denke, dass du das tun wirst. Und ich denke, dass daraus dann wirklich was Wunderschönes entstehen kann. Wir legen jetzt noch ein paar kleine Anhängerchen für dich dazu. Das fühlt sich richtig an. Die hier. Okay. Ich finde es gerade interessant, dass Yin und Yang rausgekommen ist. Diesen Anhänger hatte ich, glaube ich, noch nie. Und dementsprechend steht es für mich so ein bisschen für Gegensätzlichkeiten, die sich aber sehr gut ergänzen. Es kann sein, dass du und diese Person, dass ihr in vielen Dingen recht unterschiedlich seid, trotzdem zieht ihr euch magnetisch an, gerade weil ihr so unterschiedlich seid. Aber das heißt nicht, dass ihr in allem unterschiedlich seid. Ich bin mir sicher, dass ihr in einigen Bereichen hier auch auf einen gemeinsamen Nenner finden könntet, dass ihr den Schlüssel zu einer glücklichen Zukunft finden könntet. Aber in manchen Aspekten seid ihr dann doch sehr unterschiedlich. Habt ihr vielleicht sehr unterschiedliche Persönlichkeiten oder Interessen oder sowas, was absolut in Ordnung ist, weil ich sehe hier, dass das wie miteinander verschmilzt bei euch beiden, okay? Ich glaube, dass ihr eben das, was beim anderen anders ist, gerade sehr attraktiv findet an dieser Person, okay? Außerdem steht Yin und Yang auch immer so ein bisschen für dieses Maskuline und Feminine. Ich habe das Gefühl, dass ihr diese Energien schon stark verkörpert, dass es eine Person gibt, die sehr maskulin auftritt und eine Person gibt, die sehr feminin auftritt vielleicht. Und das trifft auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren zu. Bei maskuliner und femininer Energie geht es nicht um das Geschlecht, es geht um die Energien, die wir alle in uns tragen. Wir alle tragen männliche und weibliche göttliche Energie in uns. Aber ich habe das Gefühl, dass eure maskuline und feminine Energie sich sehr, sehr gut ergänzen. Und dass die bei euch auch sehr stark ausgeprägt sind. Okay, ja, mit dem Fisch haben wir hier Wohlstand, Fülle, Reichtum. Ich kann mir vorstellen, dass auch was das angeht, hier eine schöne Zeit auf dich zukommt. Mit dem Seepferdchen haben wir ein Tier, was, glaube ich, sich auch lebenslang bindet. Meine ich zumindest, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Was ich interessant finde bei Seepferdchen, ist es doch, glaube ich, so, oder war es nur bei einer Seepferdchenart, dass die Männer tatsächlich die Babys austragen. Oh Gott, ich bin mir gar nicht mehr sicher bei all diesen Fakten jetzt, weil ich das vor Ewigkeiten mal gehört habe. Oder zumindest kümmert sich das Männchen irgendwie um die Kinder. Es kann sein, dass es hier irgendwo jemanden gibt, der sehr in dieser Vaterrolle aufgeht.
Ja, wenn du es mit einer männlichen Person zu tun hast, kann es sein, dass diese Person sehr liebevoll, sehr fürsorglich ist, vielleicht sogar eigene Kinder hat oder sich Kinder wünscht. Für manche kann es sogar sein, dass jemand es hier mit einem alleinerziehenden Vater zu tun hat. Vielleicht bist du das auch. Wie dem auch sei, ich finde es ein super süßes Tier. Wir haben ja außerdem noch zwei Herzen, die miteinander verschlungen sind, so ein bisschen, was ganz klar für Partnerschaft steht, für Gefühle steht, für Liebe steht. Also, das ist doch ein gutes Zeichen, dass da absolut eine potenzielle Partnerschaft auf dich wartet und dass du und diese Person wirklich ein Herz und eine Seele werden könnt. Ja, ich sehe hier wirklich welche, die im Laufe der Zeit, je länger sie miteinander zusammen sind, irgendwie mehr Zeit miteinander verbringen. Okay, was ich schön finde, weil oftmals ist es ja so, dass man in dieser Verliebtheitsphase super viel Zeit miteinander verbringt und mit der Zeit, keine Ahnung, lebt man sich so ein bisschen auseinander. Aber ich habe das Gefühl, dass einige hier eine langfristige Partnerschaft eingehen könnten, wo ihr mit der Zeit nur noch mehr zusammenwachst. Okay. Schön. Also, liebe Sternzeichen Zwillinge, wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast oder an meinem Tarotkurs, dann findest du die Links dazu unten in der Infobox. Ich würde mich außerdem freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Der Link dazu ist ebenso unten in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag und natürlich einen richtig tollen Juni.